Herzlich willkommen. Blau-Gelb TV präsentiert das Hallenmasters 2016 in Solingen. Bereits vor Beginn des Turniers herrschte so ein großer Andrang, dass sich die Haupthalle schnell füllte. 500 Zuschauer sahen sich an diesem Tag das Turnier in der Klingenhalle an. In diesem Jahr brachte der BSC Union Solingen zahlreiche Fans mit in die Klingenhalle. Wir befinden uns jetzt in der Klingenhalle Solingen. Bei mir ist jetzt der Ehrenvorsitzende der FC Bretagna Solingen, Herr Tillmanns. Herr Tillmanns, für alle, die das Hallenmasters nicht kennen, worum geht es dabei? Ja, es geht dabei um Folgendes. Vor diesem Solinger Masters waren hier die Vereine Union Solingen, WSV und die größeren Vereine aus der Umgebung. Nachdem das hier nicht mehr stattfinden konnte, weiß ich, aus finanziellen Gründen, haben wir vom FC Bretagna gesagt, okay, dann übernehmen wir das im kleineren Rahmen und machen da ein Solinger Masters draus, eben mit den Vereinen von erster Kreisklasse bis Landesliga. Quasi die inoffizielle Stadtmeisterschaft in Solingen. Inoffizielle Hallenmeisterschaft in Solingen. Und das ist sehr gut angekommen und es hört einfach zu Solingen Anfang des Jahres. Ja. Danke sehr. Das erste Spiel des Turniers und gleichzeitig das erste Spiel der Gruppe A bestritten Wattanspor Solingen und VfB Solingen. Dabei gewann der VfB Solingen mit 3:1. Die Gruppe B eröffneten die Vereine UFC Solingen und VfB Solingen 1 mit einem Unentschieden 1:1. Hören Sie nun die Grußworte des Fußballverbandes Niederrhein-Kreis Solingen. Ich darf euch namens des Fußballkreises Solingen, allen Teilnehmern, den Veranstaltern und den Besuchern dieses Hallenmasters ein frohes neues Jahr wünschen und euch wünschen, dass im kommenden Jahr alle Wünsche in Erfüllung gehen, so wie ihr euch das vorstellt. Dem Veranstalter, dem FC Bretagna, darf ich einmal mehr für die ausgesprochen gelungene Ausrichtung dieses Turniers danken. Das ist ja nun wirklich schon zu einem Klassiker geworden, den wir hier in Solingen zum Jahresbeginn feiern. Der hauptsächliche Grund, warum ich das Mikro ergriffen habe, ist der, dass ich heute einem Verein aus unserem Kreise die herzlichen Grüße und eine Geldunterstützung überreichen darf für besondere Leistungen im Bereich der Flüchtlingsarbeit. Das ist in diesem Fall die TG Burg, heute hier vertreten durch ihren ersten Vorsitzenden, den Klaus Kania, und mit
durch den Jürgen Kania, den ersten Vorsitzenden, und durch den Klaus Hinger, der sich in diesem Projekt besonders auch engagiert hat. Mit Klaus Hinger gleichzeitig der Vizepräsident des Solinger Sportbundes. Klaus, komm zu mir. Herzlichen Glückwunsch, ganz, ganz herzlichen Dank unter dem Begriff Tohuwabohu zu Rede darüber an die TGO. Dieser Scheck, der in die Nussbaumstätte ist, auf 500 Euro. Und dann möchte ich das. Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Sportsfreunde. Lieber Thorsten, recht herzlichen Dank für den tollen Rahmen, diesen Scheck hier zu überreichen. Natürlich möchte ich Ihnen auch allen ein erfolgreiches Jahr 2016 wünschen. Mögen alle Ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Und auf diesen Scheck bezogen möchte ich sagen, dass er der Turngemeinde Burg helfen wird, die finanzielle Seite der Unterstützung der Flüchtlingsarbeit zu fördern. Und ich kann eigentlich nur alle Vereine auffordern, Gleiches zu tun. Denn es hat verschiedene positive Aspekte, dass man sich um die jungen Flüchtlinge kümmert. Dann sitzen die nicht nur in ihren Heimen und reden am Rad, um das mal so ganz erlaubt zu sagen, sondern finden eine vernünftige sportliche Betätigkeit, können sie ein bisschen ausbauen. Und abgesehen davon gewinnen wir auch hier und da den ein oder anderen guten Fußballspieler für die Mannschaften. Schönen Dank. Im ersten Halbfinale spielte die Spielvereinigung Bike 03 gegen Sportring Hülscher. Der Sportring Hüschert gewann das Spiel mit 4:2 Toren. Im zweiten Halbfinale spielten dann der SV Detep Solingen gegen den DSC Union Solingen. Der SV Detep Solingen gewann dann das Spiel mit 2:1 Toren gegen DSC Union. Im Spiel um Platz 3 und 4 gab es dann ein 7-Meter-Schießen zwischen dem DSC Union Solingen und der Spielvereinigung Weidenau. Am Ende gewann Wald 03 gegen DSC Union Solingen mit 3:1. Im Finale spielt dann der Sportring Hülscher das Konditor. Sportring geht mit 1:0 in Führung. Ja.
Am Ende gewann der SV DTIP Solingen das Spiel mit 3:1 Toren. Als bester Torschütze an diesem Tag wurde Nick Kübel mit 8 Toren ausgezeichnet. Als bester Torwart wurde ausgezeichnet Sebastian Beschtig von Sportring Hirschheit. Die Auszeichnung zum besten Spieler erhielt in diesem Jahr Fabian Springbob von Mainz 03. Als viertbestes Team ausgezeichnet wurde der BSC Union Solingen. Kommen wir nun zu Platz 3. Dritter wurde die Spielvereinigung Wald 03. Zweiter in diesem Jahr wurde die Mannschaft vom Sportring Hirschheit. Erster wurde der SV DTIP Solingen. Sie bekamen den Hallenmasters-Pokal 2016. Zusätzlich zum Hallenmasters-Pokal bekam der SV DTIP Solingen den Hallenmasters-Wanderpokal für ein Jahr. Am Ende feierte der SV DTIP Solingen den Turniersieg noch ausgelassen. Hat Ihnen dieser Beitrag gefallen, dann schreiben Sie uns auf blaugelbtv.de ins Gästebuch oder unter facebook.com/blaugelbtv oder per Mail an blaugelbtv@hotmail.com. Wir sagen vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ihr blaugelbtv-Team.